Ja, wir haben 2:1 Sieg über einen Bundesligisten. Das klingt erstmal gut, aber wahrscheinlich ist dir das Ergebnis nicht so wichtig, wie es die Erkenntnisse sind, die du möglicherweise aus dem Spiel gewonnen hast. Welche sind es denn? Das stimmt, ja. Also die Erkenntnis ist halt, dass wir es gut gemacht haben. Wir haben das erste Mal mit einer Dreierkette gespielt. Das haben wir vorher noch nie gemacht. Und hatten eigentlich jetzt nur 3 Tage Zeit, das einzuüben, die Laufwege, die Passwege. Und ja, auch gerade die erste Halbzeit war das richtig gut. Also da haben wir es richtig gut gemacht. Und ja, es zeigt halt auch, dass die Jungs ja, charakterlich sauber sind, intelligent sind. Ne? Sonst könnte man das in 3 Tagen nicht so spielen, wie wir es heute gemacht haben. Von daher bin ich sehr zufrieden, aber das Ergebnis ist nach wie vor uninteressant für mich. Was mich besonders beeindruckt hat, war, dass die Mannschaft unheimlich abgeklärt und souverän auch gespielt hat über fast das ganze Spiel. Ja, also man merkt halt, dass wir jetzt eine breite Brust kriegen im Moment, weil wir jetzt auch einen oder anderen Sieg gemacht haben. Und ich habe immer gesagt, dass junge Spieler sich auch in der höheren Klasse weiterentwickeln können, ne, wenn sie halt spielen und dann auch Erfolgserlebnisse haben, wie wir sie haben. Und das stimmt, also das war heute ja, ein richtig ordentlicher Auftritt von uns. Hat dich außer dem Fehler von Kasanidis vor dem 1:1 noch irgendwas geärgert? Ja, der Fehler von Kasanidis, ja, das war eigentlich ja, nicht das, was mich am meisten geärgert hat, sondern wie er zustande gekommen ist. Dass wir halt dann ihn angespielt haben, schlecht angespielt haben, unter Druck angespielt haben und dann noch aus der Position rausgelaufen sind dahinter, anstatt dann zu bleiben. Und dann hätte man das Gegentor noch verhindern können. Also mir ist egal, wenn einer einen Fehler macht, sondern halt wie der Fehler zustande kommt, vorher, wie die Entstehung ist, das interessiert mich eigentlich mehr. Ja, Jörg, 90 Minuten heute im Tor. Am Ende steht ein 2:1 über den Bundesligisten. Das kann man gelten lassen, oder? Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man eine neue Taktik ausprobiert, die hat super funktioniert. Also ich glaube, man kann mit dem Test richtig zufrieden sein. Ist das für dich als Torhüter angenehmer hinter einer Vierer- oder hinter einer Dreierkette? Oder ist es dir letztlich egal, Hauptsache die Jungs räumen vorher möglichst alles weg? Ja, es war mal was Neues, aber ich finde, das super funktioniert hat. Und ja, wenn die Kommunikation passt, finde ich eigentlich keinen großen Unterschied bei dem Ganzen. Bei dir war aber auch wichtig, dass du immer auch auf der Höhe bist, auch mental. Denn du musstest einige Male ja auch rauskommen und klären. Ja, also das ist eigentlich immer ein Spiel, das liegt mir ganz gut und das mache ich auch gerne und ich kann damit der Mannschaft ganz gut helfen und deswegen schaue ich, dass ich immer da bin, wenn ich gebraucht werde. Was kann die Mannschaft insgesamt mitnehmen aus so einem Test gegen den Erstligisten? Ja, dass wir uns für niemanden verstecken brauchen. Also ich glaube, wir haben über lange Strecken auch den Gegner unser Spiel aufzwingen können und haben gut gespielt, auch gut verteidigt und wir brauchen uns echt vor niemanden verstecken. Ja, David, herzlichen Glückwunsch. 2:1 gegen den Bundesligisten. Hört sich gut an. Wie fühlt es sich an? Ja, ich denke mal gut. Also wir haben heute wirklich eine ansprechende Leistung gezeigt, konzentriert gespielt und denke auch verdientermaßen gewonnen. Und ja, wir freuen uns natürlich. Es war jetzt ein guter Test für uns und von dem her sind wir, denke ich mal, zufrieden. Was nimmt man mit aus so einem Test gegen den Erstligisten? Ja, vieles. Wir haben heute auch ein anderes System gespielt, was natürlich auch erstmal ungewohnt ist für uns oder für den einen oder anderen. Und ich denke, das haben wir heute ja, sehr gut umgesetzt über weite Strecken und macht uns auch noch ein Stück weit flexibler. Und ja, ich denke, wir können viele positive Dinge rausnehmen. Mit Sicherheit waren auch einige Dinge dabei, die nicht so gut waren, aber insgesamt, denke ich, war es eine ordentliche Leistung. Dreierkette, du hast es angesprochen, hinten in der Defensive.